Ja, hallo liebe LR-Checker, heute geht es um einen sehr preiswerten Effekt, und zwar den LED Diamond von JB Systems, der nicht umsonst Diamant heißt, aber das zeige ich euch gleich. Ja, jetzt habe ich hier den Lichteffekt in der Hand. Und zwar sieht man schon, dass wir hier oben 80 Linsen haben. Und das Besondere an diesem Effekt ist, dass er transparent aufgebaut ist. Das heißt, man hat nicht nur diesen Strahleneffekt, sondern auch das ganze Gehäuse glüht. Wir gucken direkt mal auf die Vorderseite. Da haben wir natürlich hier das 4-Button-Display mit Mikrofon und auf der Rückseite eben DMX In-Out, eine Sicherung und das Stromkabel mit ca. 1,50 Meter Kabellänge. Hier unten haben wir solche Öhrchen. Da können wir das direkt an die Wand oder Decke schrauben. Oder wenn ihr jetzt an die Traverse hängen wollt, kleiner Tipp von mir, nehmt euch so eine Superclamp und macht's mit einer Schraube fest. Ja, was ist nun das Interessante an diesem Lichteffekt? Nicht nur, dass er für fast unter 100 Euro zu haben ist, sondern dass er innen drin 6x3 Watt RGB-LEDs hat, die wirklich für diese Preisklasse sehr hell sind und auch ein Stepper-Motor, der sehr sanft arbeitet. Ich stecke den jetzt gerade mal in die Steckdose, dann schauen wir mal, wie das so ein bisschen aussieht. Ich habe jetzt rein zufällig noch ein bisschen Nebel im Raum und wenn ich hier jetzt mal mein Mikrofon hier halte, er ist eigentlich nicht laut und macht wirklich schöne Effekte. Wir haben die Farben durch. Also kann man wirklich nicht meckern, hat jeder DJ für einen super Preis einen sehr schönen Effekt. Wir können das Ding natürlich per DMX steuern. Einmal der 6-Kanal-Modus mit Stroboskop, RGB als Dimmung und eben die Motorrotation und Automatikprogramme. Und für die einfachen Leute gibt es natürlich auch einen Einkanal-DMX-Modus. Da kann man die verschiedenen Standalone-Shows eben einstellen. Das eigentlich schon alles, was es zu dem LED Diamond zu sagen gibt. Wirklich schöner Effekt für einen geringen Preis. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung des Produktvideos. Da könnt ihr nochmal ein bisschen schauen, was der Hersteller dazu sagt. Und ich zeige euch jetzt natürlich auch noch ein paar Clips zu dem Gerät, so kommt er zu euch, kleiner Karton, und dann wie immer, practice and enjoy.